Nepal Airlines, this is Nepal Airlines, Flight Nummer 6 aus 49. Alle Yetis fertig machen zum Absprung. Die Stimmung steigt, die Musik wird laut. Jedes Jahr, wenn die Sonne scheint, sind alle Yetis hier vereint. Denn Hitze können sie gar nicht ab. Der Mund wird trocken und der Kopf macht schlapp. In Nepal gibt es kaum einen See, für birnende Kälte und reichlich Schnee. Hier treffen sich die Yetis jedes Jahr zur Schneeballschlacht im Himalaya. Schneeballschlacht im Himalaya. Und jedes Jahr sind die Yetis da. Die Bühne wird aus Eis gebaut. Die Stimmung steigt, die Musik wird laut. Uroma Yeti baut ein Nest auf dem Gipfelkreuz des Mount Everest. Opa Yeti ruft, das Bier ist da und da saufen alle Yetis am Himalaya. Louis Trinker erklettert die Bar und der Dalai Lama ist auch nicht mehr klar. Miss Ellie steht im Bikini, sehr lecker, nuckelt ihr Bier und ist Käsekräcker. Nepalschlacht im Himalaya und jedes Jahr sind die Yetis da. Die Bühne wird aus Eis gebaut, die Stimmung steigt, die Musik wird laut. Hier spricht der Bergführer. Wir erreichen in Kürze die Schneegrenze. Bitte ziehen Sie Ihre Sandalen über die Oberschenkel, blasen Sie die Schlittenhunde auf und vergessen Sie nie, don't lose your Gummischuhe. Schneeballschlacht im Himalaya und jedes Jahr sind die Yetis da. Die Bühne wird aus Eis gebaut, die Stimmung steigt, die Musik wird laut. In 8000 Meter, da geht's jetzt rund, von vielen Schnaps wird der Hals ganz wund. Und dann kommt mit einem Pilz in der Tasche, Reinhold Messner ohne Sauerstoffflasche. Wird es in Deutschland wieder kalt, Schnee und Eis liegen überm Wald. Sagen wir tschüss bis zum nächsten Jahr, zur Schneeballschlacht im Himalaya. Schneeballschlacht im Himalaya und jedes Jahr sind die Yetis da. Die Bühne wird aus Eis gebaut, die Stimmung steigt, die Musik wird laut. Schneeballschlacht im Himalaya und jedes Jahr sind die Yetis da. Die Bühne wird aus Eis gebaut, die Stimmung steigt, die Musik wird laut.